Klettern in Oberstdorf, das ist etwas Besonderes. Den Sportler erwarten unterschiedliche Klimazonen. Unten im Tal ein schonendes Wohlfühlwetter, bis auf 1200 Metern Höhe ein anregendes Wechselklima und die alpine Luft auf den Gipfeln. Sind wir doch gleich am Gipfel, oder? Wirklich eine tolle Aussicht. Mhm. Hast du ja überall von da. Oberstdorf bietet viele Möglichkeiten an Wanderungen, an Bergtouren bis hin zu Hochgebirgstouren. In den Allgäuer Alpen rund um Oberstdorf gibt es zahlreiche Unterkunftshütten, Schutzhütten, die im Sommer alle begehbar sind. Die Schwierigkeiten, die sind unterschiedlich. Besonders Klettersteige und ausgesetzte Höhenwanderwege sorgen für Spannung und volle Konzentration. Gereizt werden die Sinne besonders, wenn man etwa auf schmalen Pfaden an tiefen Schluchten vorbeibalanciert oder mit festem Griff heikle Kletterstellen bezwingt oder am Seil gesichert enge Felswände meistert. Bequem mit dem Bus gelangt man zum Startpunkt für die Höhenwanderungen. Eine beliebte Tour führt von Birksau hoch zur Mindelheimer Hütte. Einige der Touren und Steige rund um Oberstdorf dürfen im Repertoire eines Bergsportlers auf keinen Fall fehlen. Wie diese vorbei am Guggersee. Ja, da machen wir jetzt Pause. Ist ideal, da können wir uns schön erfrischen. Ah, herrlich. Wir sind hier auf dem Krumbacher Höhenweg. Auf der gegenüberliegenden Talseite hoch über dem Rappenalptal liegt der Heilbronner Höhenweg. Der Heilbronner Höhenweg ist einer der beliebtesten und bekanntesten Höhenwege in den Allgäuer Alpen. Er führt von der Rappenshütte über das Waltenberger Haus zur Kemptnerhütte. Gut ausgebaute Pfade, Höhenwege und Klettersteige führen die Wanderer durch das größte Naturschutzgebiet Schwabens. Auch 8 Hütten des Deutschen Alpenvereins bieten Unterkunft. Die Einkehr in der Mindelheimer Hütte lohnt sich immer. Der Hüttenwirt hilft gern bei der Auswahl der Routen. Die Mindelheimer Hütte dient als Ausgangspunkt für unsere Kletterer. Wenn wir hier sehen, am Angererkopf ist ein Teil von unserem Klettergebiet. Und als Ausgangspunkt und Stützpunkt für unsere Wanderer und Begeher unseres Mindelheimer Klettersteigs, wo hier am Kemptner Köpfle beginnt. Aber auch wegen der zünftigen Küche lohnt sich die Rast auf der Mindelheimer Hütte. Eine andere hochalpine Tour. Die Nebelhornbahn bringt die Kletterer schnell nach oben zum Hindelanger Klettersteig. 4 bis 5 Stunden braucht man für den Hindelanger. Er zählt etwa 110 Meter Leitern und 800 Meter Stahlseil. Dazu unzählige eiserne Stifte, Griffe und Trittklammern. Auf einer etwa 4 Kilometer langen Gratkletterei geht es vom Gipfel des Nebelhorns zum Großen Daumen. So, jetzt haben wir gleich das erste schwierige Stück. Den ganzen Tag kann der Bergsportler auf über 2200 Metern Höhe klettern und sich zum Schluss über das einmalige Panorama mit über 400 Gipfeln freuen. So. Ja. Hä? Super. Super, gell? Genau. Super.